Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zum Thema Prozentrechnen. Beim vorliegenden Beispiel geht es um eine zweimalige 10%ige Preisänderung. In einem ersten Schritt wird der Preis einer Jacke um 10% erhöht. Eine Woche später, in einem zweiten Schritt, verringert sich dieser Preis wiederum um 10%. Und die Frage, die sich stellt, ist der nun letztgültige Preis identisch mit dem ursprünglichen Preis oder unterscheidet er sich und wenn ja, wie? Wir sollen die Antwort entsprechend begründen. In einer ersten Version werde ich eine rein verbale Begründung geben. Die 10%, die zum ursprünglichen Preis dazukommen, sind eindeutig weniger als die 10%, die im zweiten Schritt abgezogen werden. Es werden ja die 10% plus vom ursprünglichen und damit kleineren Preis berechnet, während die 10%, die abgezogen werden, vom neuen erhöhten Preis berechnet werden. Ein größerer Grundwert bedeutet aber, dass auch der Anteil größer wird und diese 10% tatsächlich mehr sind als die ursprünglichen dazugezählten 10%. Der letztgültige Preis muss daher kleiner sein als der ursprüngliche Preis. In der Mathematik haben wir aber auch die Formelsprache zur Verfügung, um solche Zusammenhänge auszudrücken und zu begründen. Was geschieht genau in diesem Beispiel? Der ursprüngliche Preis P0 wird um 10% erhöht. Wir erhalten einen Zwischenpreis, ich nenne ihn P1, und dieser Preis wird wiederum um 10% verringert. Und wir erhalten den letztgültigen Preis P2. In einer konkreten Rechnung heißt das, dass ich meinen Preis P0 mit dem Faktor 110%, also 100 plus 10% multiplizieren muss, was 1,1 entspricht. Die 10%ige Verringerung sind 100 minus 10%, also 90%. Und diese 90% berechne ich mit dem Faktor 0,9, 90% in Dezimalschreibweise. Zusammen ergibt das den Endpreis P2. Und der Faktor, der uns diese Preisänderung beschreibt, setzt sich zusammen aus 1,1 mal 0,9 und ist eben nicht 1. Ausgerechnet ergibt sich 0,99, also nur mehr 99% des ursprünglichen Preises. Der Letztpreis ist also geringer als der ursprüngliche Preis. Und mit dieser formelhaften Begründung bzw. der verbalen Begründung ist das Beispiel auch schon gelöst.